Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda The Minish Cap weiter und wollen jetzt erstmal ein Minish werden. Und uns nochmal ein bisschen hier umgucken, weil ich irgendwie einen Gefallen daran gefunden habe, mich hier umzugucken in diesem wunderbaren Spiel. So, dubdidub. Bringt es eigentlich noch was mit dir zu reden irgendwann mal? Vielleicht. Achso, hi. Du hast den Schatz gefunden? Tolles Werkzeug, nicht wahr? Ja, ist wundervoll. Kann mir nichts Schöneres vorstellen. Moment. Das ging hier so und dann da so. Das Haus ist schon fertig. Das ging aber schnell. Und ich kann direkt reingehen. Und in dem Haus absolut nichts tun. Oh, da oben ist aber was. Nee, aber ich komme hier nicht rein. Warum ist da oben... Man kann bestimmt... Ja, halb so richtig. Das ist ja seltsam. Ich kann die Krüge kann ich doch nicht zerdeppern, oder? Ich kann ja auch keine Items so richtig einsetzen. Also mindestens kann ich auch keine Bombe setzen, ne? Nee. Magischer Krug? Nö. Weil sonst hätte ich gedacht, beide Krüge zerdeppern und dann die Regale so hinschieben, aber das klappt ja jetzt gerade so nicht. Nicht so richtig, aber irgendwas wird es damit zu tun haben. Doch, das scheint noch... Das wird noch eine gewisse Bewandtnis haben, da bin ich mir fast sicher. Ich hole mir jetzt aber erstmal das, was ich mir ursprünglich auch holen wollte. Du bist aus diesem Dschungel heil wieder. Ja, ich bin doch. Ich bin doch ein richtiger Held, bin ich. Guck mal, und wie toll ich schwimmen kann. Das geht ja mittlerweile auch. Miezekatz? Miezekatz macht keinen Quatsch. Nein, Miezekatz macht keinen Quatsch. So. Duppi-duppi-duppi-dupp. So. Ah, guck mal, genau. Ich kann zum Beispiel... Ja. Kann ich nicht. Kann es sein, dass ich hier das lang und weit und breit springen erst lernen muss? Damit das funktioniert? Unter Umständen. Großen roten Rubiner halten, Grins. Das wollte ich gar nicht. Das war nicht das... Okay. Ich bin gerade ein wenig verwirrt. Wo war denn das, was ich meinte? Wo war denn das? Bin ich jetzt gerade mit Schugge? Bricht das gerade durcheinander? Mit irgendeinem anderen Loch? Mit irgendeinem anderen Erdloch, in das ich gefallen bin? Ich bringe das irgendwie gerade durcheinander. Hier war nix, ne? Nö. Okay. Ich bin offensichtlich vergesslich. Ja, dann tut's mir waghalsig in der Seele weh. Zumindest war es jetzt nicht komplett umsonst, auch wenn mir die 200 Rubine jetzt unmittelbar zumindest nichts bringen. Aber das ist ja cool. Dann darf ich ja später nochmal hier hin, um mir das olle Herzteil zu... Au. Zu organisieren. Fauch. Ja. Ja, Katze, ich weiß. Ja, geh, bitte. Danke. Schnup. Ich darf nicht zu oft Katze sagen, sonst fühlt sich Wesker angesprochen und... Er weiß dann unter Umständen nicht, warum er gehen soll. Das nehmen Katzen eventuell relativ schnell persönlich. Lalala. Ich hoffe sehr, dass der kleine Minish, der ursprünglich da sein Haus hatte, jetzt mittlerweile zumindest auf dem Dachboden dieses einen Hauses lebt und wohnt. Alles andere wäre mir sehr, sehr unangenehm. So, bitte größer werden. Dankeschön. Oh, ist ja alles furchtbar kompliziert. Pegasus-Stiefel. Gut, nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte, aber immerhin. Du hast das Buch zurückgegeben. Als Dank verrate ich dir etwas. Es gab ursprünglich keine Minish in der Welt der Menschen. Vor langer, langer Zeit kamen sie durch ein Tor aus der Welt der Minish in die Welt der Menschen. Das habe ich in alten Büchern gelesen. Es ist ein Geheimnis, also erzähl es nicht weiter. Naja, das heißt, sind die Bücher dann auch ein Geheimnis oder wie oder was oder wo? Warum willst du Wissen vorenthalten? Das kann ich aber gar nicht verstehen. Wer etwas wissen möchte, der wird doch wohl das Recht dazu haben, aber
Na Kind, ein gutes Haus, oder? Gerade erst fertiggestellt. Wie du weißt, nur für eine alleinstehende Frau geeignet. Stell mir eine Interessentin vor. Okay. Auch dann, also Din hat jetzt eine Bude. Dann jetzt Nairu oder Farore? Vielleicht, eventuell? Guck mal, ich habe hier ein Haus für euch. Oh, du willst mir ein Haus zeigen? Ja. Ja, wirklich? Ein ganz neu gebautes Haus? Toll. Ja, ja. Los, komm. Komm mit. Dann wohnen die Göttinnen hier alle in ihren verschiedenen Buden. In ihren Junggesellinnen-Buden. Wenn man diese Katzen vertreibt, kann man hier ein großes Haus bauen. Jahaha. Ey. Das ist ja voll der Immobilienmakler-Hai. Was auch immer. Ups. Oh, guten Tag, Hering. Ich fühle mich sehr wohl in dem Haus. Wenn du eine leere Flasche hast, bekommst du viel mehr ein Talisman. Okay, das ist cool. Lass mich raten, von dir kriege ich irgendwie was, das dann... Was dann? Ich kann das leider nicht ziehen, sondern nur schieben. Das wäre aber sehr interessant zu wissen, was hinter diesen Regalen so andeutungsweise ist. Da wird nämlich irgendwo eine Leiter sein. So, aber das mit den Krügen, das bleibt ja nicht gespeichert. Doch, es bleibt gespeichert. Warum bleibt das gespeichert? Okay, und direkt wieder. Hund, du bist mehrmals im Weg. Das ist furchtbar und nervig und blöd. Und überhaupt. Und sowieso. So. Ist das so sinnig, was wir hier tun, wirklich? Mit diesen ganzen Häusern? Ich bin mir unschlüssig. Darf man das überhaupt einfach so? Also ich meine, muss der König von Hyrule da nicht auch irgendwie seine Zustimmung geben? Oder zumindest der Bürgermeister? Wofür gibt es denn einen Bürgermeister? Na gut. Schnuppiduppidupp. Schnuppiduppidupp. Ah, guckt mal. Ja, das ergibt natürlich hinten und vorne Sinn. So, und jetzt freuen wir uns schon mal auf die Belohnung. Na, hat sich das Ganze gelohnt? Oder hat der Hering jetzt wieder kostbare Minuten eures Lebens verschwendet? Willkommen. Willkommen in meiner neuen Bleibe. Ein neues Haus ist schon toll. Ich wollte sowieso ein neues Zuhause, deshalb bin ich besonders froh. Na Gott sei Dank. Mir hätte es jetzt irgendwie in der Seele wehgetan, wenn er sowas gesagt hätte wie, die haben einfach mein Haus platt gemacht, jetzt muss ich hier in diesem kleinen Dings da leben, alles voll scheiße. Ja, nee. Aber so passt das. Ja, ja, toll. Okay, gut. Jo, dann halt nicht. Du willst nicht? Na gut, bis zum nächsten Mal. So, so viel zur Belohnung. Geil. Das hat sich ja megamäßig gelohnt. Okay, gut. Was lernen wir daraus? Erforscht das Spiel weiter, Hering. Halt dich nicht mit so einem Quatsch auf. Du kannst jetzt momentan sowieso noch nicht alles machen. Ja, dann ist es jetzt halt so. Aber das bedeutet dann auch, dass wir jetzt in einem folgenden uns tatsächlich wieder Story-Fortschritt widmen. Ich habe Bock auf das Tal der Könige. Und deshalb gucken wir da jetzt mal geschwind vorbei. Wuhu! La ba 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 dap. Dap 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 da dap. So, Hochebene von Bele. Way. Mit den bösartigen Fuchsräubern. Und zahlreichen Okti-Schnocktis. Waren wir hier drin schon? Weiß ich gar nicht. Oder kam das ja später dazu? Offensichtlich waren wir noch nicht hier. Glücksfragmente halten. Oder füllen sich diese Truhen mit Glücksfragmenten nochmal? Nee, oder? Mit Sicherheit nicht. Nee, genau. Ah, das war das, wo wir nicht rein konnten. Aus Gründen. So, hier ist nix. Ja gut, und hier unten wird auch nichts sein. Eigentlich muss ich doch nur die Dinger verknuspern, die direkt an so einer oberen Wand stehen, oder? Ich glaube es. Ist hier irgendwas? Wahrscheinlich eher nicht. Ist trotzdem so eine Feenquelle. Ne. Viel zu gut versteckt, viel zu unbrauchbar. Da geht auch kein Schwein hin, wenn er unbedingt eine Fee haben möchte. Aber naja. So. So, ich mag dich nicht, deswegen gehst du baden. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Hier so, da so, dort so. Nein, 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 nein. Wo müssen wir denn hin? Wo geht's denn zu? Tal der Könige. Hier so lang?
Irgendwo muss ja irgendeine Barriere kommen, wo ich vorher nicht weitergekommen bin. Ah, ich komme hier nicht nach oben. So, jetzt wird's spannend. Ich kann hier schwimmen gehen. So, schwimmen gehen ist schon mal nicht so verkehrt. Ich kann aber nicht unter der Brücke durchschwimmen. Yay! Achso, Moment, aber kann ich... Es ist ja ein Hebel. Kann ich den einfach wieder betätigen? Ja, kann ich. Aber es bringt nichts. Was? Ich hatte gehofft, dass ich das wieder... Ja gut, wir kommen auch von der anderen Seite hin, also ist das eigentlich egal. Aber nun gut. Ich komme doch dahin, oder? Schnups, schnups. Nee, ich komme gar nicht dahin. Warum komme ich nicht dahin? Waren die Höhlen hier miteinander verbunden? Waren sie offensichtlich. Ah, guck mal. Aber, na gut, ist nicht so verkehrt, dass wir... Moment, aber wenn man hier zu dritt... Das ist bestimmt der richtige Weg. Wir gehen jetzt erstmal hier nochmal lang. Düp, düp, düp. So, dann landet man nämlich hier unten. Ist hier was? Wasserfall, Wasserfall, Wasserfall. Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis. Hätte ich wetten können. Aber dann halt nicht. Gut. Dann gehen wir halt jetzt diesen Weg. Bap, bap, bap. Und drück, und drück, und drück. Whee. Okidoki. So. Dann bin ich ja froh, dass ich mich um Schloss Hyrule gekümmert habe, ne? Und meine Verdreifachungstechnik. Weil ansonsten... Ja. Wäre halt blöd gewesen. 200 mysteriöse Muscheln erhalten. Oh, oh. Minitendo-Galerie. Bald. Vielleicht. Eventuell. Ja, könnte ich machen. Oh. Wird das Licht ausgemacht? Na, Hering? Ziemlich finster, nicht? Ziemlich gruselig, oder? Was? Du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gut, gehen wir. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Okay. Hi. Ich hau dich einfach, ich hau dich. Gut. Das hat sehr gut funktioniert. Okay. So. Sehr offensichtlich, aufgrund der Holzstäbe und Stämme. Ja, ja, wie ich durch die Kommentare weiß. Sehr offensichtlich. Dupdi-dup. Hallo, liebe Fee. Willkommen am Brunnen der Abenteurer. Darf ich dir einige Fragen über deine Abenteuer stellen? Natürlich. Das Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Ich habe keine Ahnung. Nein? War das nicht das zweite? Ich glaube nicht. Ich sag nein. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, nicht? Er heißt Alberich. Nein. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Melta vom Gongolberg hat 7 Schüler, stimmt's? Ich glaube, ja. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Heißt die Frucht, die man isst, um die Minisch zu verstehen, Laberbirne? Nee, Quatschbirne. Nein. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Hat der jetzige König von Hyrule, Datus, einen weißen Mantel? Nein, der ist rot, oder? Nein. Du hast all meine Fragen zu deinen Abenteuern richtig beantwortet. Oh mein Gott. Deshalb werde ich dir helfen. Großen Pfeilköcher erhalten. Jetzt kannst du mehr Pfeile tragen. Mögest du erfolgreich sein. Warum machen die hier jetzt auf einmal so eine Quizrunde? Darauf bin ich absolut nicht vorbereitet. Heieiei. Oh, 70 Pfeile. Das ist ja unfassbar toll. Lampe. Cool. Gut. Aber das hilft unter Umständen tatsächlich für kommende Lebenslagen. Wir erfreuen uns einfach an meinem unglaublichen Wissen. Ja, ja, ja. Das war sehr, sehr schön. Wie viele Fragen konntet ihr richtig beantworten? Na, na? Teilt es mir mit. Und lügt nicht zu sehr. Damit ich mich hinterher besser fühle. Okay. So, das wird der komische Irrwald auch sein, ja? Der so erwähnt wurde. Ja, genau.
oben. Kann ich den Schildern trauen? Ich vermute mal. So. Links. Mhm. Dup, die dup, die dup. Vielleicht wollt ihr auch immer, dass ich das Gegenteil mache oder so. Heute ist Gegenteiltag im Schilderwald. Wie vorher. Links. So. Dup, die dup. Wie am Anfang. Verdammt. Oben, glaube ich. Oder? Ja. Rechts. Mhm. Links, rechts, geradeaus. Was ist das für ein Wald? Wie auf dem vorletzten Schild. Also, wieder links? Hoffe ich. Ich kann mir so einen Scheiß noch nicht merken. Oben. Bitte. Bitte lass mich irgendwo ankommen. Links. Aha. Ich will nur irgendwo mal sein. Das wäre furchtbar nett. Wie vorher. Wieder links. Ich hab Bu. Wie am Anfang. Oben, glaube ich. Oh Mann! Rechts. Immer noch mal gucken, ob vielleicht irgendwo ein zweites Schild steht, wisst ihr? Nicht, dass sie mich hier verarschen. Nach Strich und Faden. Wie auf dem vorletzten Schild. Oh, was war denn jetzt auf dem vorletzten Schild? Moment, was war auf dem... Bin ich da nach oben gegangen? Ich glaube. Oh mein Gott. Das klang richtig. Okay. Gut. Kann ich mir das kurz mal auf der Karte übrigens angucken? Tal der Königsfamilie. Okay, ich bin irgendwie durch den Irrwald durchgekommen. Klasse. So, und dort oben ist das Grab. Wäre trotzdem interessant gewesen zu wissen, was dort unten noch gewesen wäre. Aber das muss ja dann irgendwie... Das hätte dann ja einfach nur hier zurückgeführt. Ah, aber dann hätte ich dort oben bestimmt mal das gesehen. Dieses kleine Plateau. Verdammt. Okay, müssen wir auf dem Rückweg irgendwie machen oder so. Dass wir uns das mal angucken. Gut, okay. Aber wir haben es jetzt durch den Irrwald durchgeschafft. Ich finde, das ist eine absolut phänomenale Leistung. Und das gleich beim allerersten Mal. Das soll mir bitteschön erstmal einer nachmachen. So. Ich würde dann jetzt aber sagen, dass wir dann einfach mal wieder eine Pause einlegen. Und das Abenteuer beim nächsten Mal fortsetzen. Und dann es vielleicht tatsächlich schaffen. Oh, guck mal. Zu den Gräbern vorzudringen. Und vielleicht irgendwo den Schlüssel hier zu finden. Na, wer mag nur in diesem Haus hier wohnen? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Vielleicht werden wir es zu gegebener Zeit herausfinden. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein. Und ich sag dann tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.